was dieser Pyramide schon einmal Macht abgewonnen, Hüter. Ikora glaubt, es gibt noch mehr zu finden. Wie wird uns die Kommunikation mit der Dunkelheit helfen, die Stimmen zu verstehen, die wir hörten, als wir Sagiras Hülle fanden? Begib dich zur Statue im Herzen der Pyramide. Stärke deine Verbindung zur Dunkelheit und du wirst jenseits der Grenzen der normalen Wahrnehmung sehen. Interessant. Ich empfange eine Übertragung der Kabale. Hier ein Ausschnitt. Die Krieger des Kabalimperiums. Abtrünnige sind auf dem Weg zur Europapyramide, um Schätze der Dunkelheit zu suchen. Ihre Expedition ist nicht sanktioniert. Jeder, der sich ihnen anschließt, handelt für sich allein. Die Besessenheit meines Vaters von der Stimme in der Dunkelheit darf nicht auf unsere eigenen Reihen übergreifen. Das heißt wohl, dass die Kaiserin nichts dagegen hat, wenn wir uns den Weg hineinkämpfen.
Ein Kabalschild blockiert den Eingang. Sieht aus, als wären sie zuerst hier oben gewesen. Aris, die Pyramide reagiert auf unsere Anwesenheit. Sie öffnet Türen, bewegt Plattformen. Vielleicht spürt sie etwas in euch. Als ich diese seltsamen Gänge erforschte, hatte ich das Gefühl, dass sie auch etwas in mir spürte. Zuerst habe ich mich gesträubt. Zu glauben, dass sie in mir eine geheime Verwandtschaft erkannte. Aber wie du, Hüter, habe ich gelernt, es zu nutzen. Hier gibt es überall Vorräte der Kabale. Sieht so aus, als würden sie versuchen, in der Pyramide Stellung zu beziehen. Vielleicht in der Hoffnung, Artefakte der Dunkelheit für ihren Krieg gegen den Krieg selbst zu stehlen. Xivu Arad hat ihre Heimatwelt zerstört und Eroberer sind nicht erfreut, wenn sie erobert werden. Ich glaube, dieses Gerät stört irgendwie die Bewegungen der Pyramide.
Du hast gesagt, die Pyramide erkennt etwas in uns, Aris. Aber was? Einen Verteidiger. Eine fein geschliffene Klinge. Eine Kuriosität. Es könnte alles Mögliche sein. Auch Ikora hat diese Frage gestellt. Und meine Antwort ist immer dieselbe. Reine Spekulation. Ich fürchte, dass die Zweideutigkeit zu schwer auf ihr lastet. Ich glaube nicht, dass die Pyramide uns aus Großmut hilft, Hüter. Sie manipuliert uns, benutzt uns irgendwie. Die Dunkelheit ist eine neutrale Kraft. Aber die Pyramiden haben einen Plan. Solange wir nicht wissen, was sie vorhaben, müssen wir auf der Hut sein.
Irgendetwas muss diese Schiffe steuern. Aber wir haben noch nie einen Piloten gesehen. Auf ihren Reisen jenseits der Heliopause ist Königin Mara Soth dem Wesen begegnet, das die Pyramiden befehligt. Sie sagte, sein Verstand sprach um vieles lauter als der anderer Wesen. Eine Kakophonie der Gedanken. Vielleicht lenken diese Stimmen die Schiffe. Eine dieser Stimmen hat euch schon einmal in diese Pyramide eingeladen. Ikora sagte, dass diese neue Fähigkeit es erlaubt, psychische Abdrücke von vergangenen Ereignissen zu sehen. Und wenn du mit der Pyramide kommunizierst, kannst du vielleicht den Abdruck auf Sagiras Hülle sehen. Es ist seltsam. Das Licht hat dich vergessen lassen. Und jetzt hilft dir die Dunkelheit, dich zu erinnern. Die Kabale versuchen, die Statue zu zerstören. Wir müssen sie aufhalten, sonst kannst du nicht mehr mit der Pyramide kommunizieren.
wie sie uns ruft. Sei vorsichtig, Hüter. Harris, wir haben mit der Statue kommuniziert. Noch ist unklar, ob sich etwas verändert hat. Wir bemerken den Effekt wohl erst, wenn wir zurück in Savatuns Thronwelt sind. So oder so, wir wollen nicht länger als nötig hierbleiben. Verständlich. Diese Schiffe sind für uns immer noch ein Rätsel. Ich hatte Zweifel, als ich dich losschickte. Aber Eris sagt, die Pyramide habe auf deine Anwesenheit reagiert. Ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, denke ich. Nach deinem Besuch in der Pyramide solltest du die Erinnerung in Sagiras Hülle nun vollständig freilegen können. Dass dies nicht gelingt, bedeutet wohl, dass uns etwas fehlt. Die Verborgenen haben die Schäden in der gesamten Wüste analysiert. In den umliegenden Gebieten gibt es starke Konzentrationen psychischer Energie. Eine ähnliche Konzentration fanden sie auch in der Thronwelt. Ich denke, genau die brauchen wir, um Savatuns Erinnerung vollends zu manifestieren. Bring Sagiras Hülle dorthin. Mal sehen, ob ich recht habe. Hoffentlich finden wir endlich ein paar Antworten.